Fia Kraftwerk Schwarze Pumpe, die Zeit der Vollendung. 1997 das Jahr der großen Meilensteine, wie zum Beispiel der erste Kohlezug und die erste Netzschaltung, sowie 1998 die Gesamtinbetriebnahme des Kraftwerkes. Aber beenden wir die Aufzählung und lassen die Ereignisse Revue passieren. Die Zeit vergeht wie im Fluge. FIAG-Oberbauleiter Manfred Pohl, ein Mann der ersten Stunde, geht im September 1995 in den Vorruhestand. Zwei Jahre später beim Besuch der Baustelle kommt Manfred Pohl aus dem Staunen nicht mehr heraus. Aber auch andere Bauleiter und Projektverantwortliche erinnern sich an die Anfangsjahre. Herr Eckert, Sie sind Gesamtprojektleiter bei Siemens KWU und damit ein Mann der ersten Stunde bei dem Projekt Neubaukraftwerk Schwarze Pumpe. Können Sie uns über einige für Sie wichtige Ereignisse bzw. Erkenntnisse berichten? Ja, Frau Hofmann, das ist richtig. Ich war ein Mann der ersten Stunde und erinnere mich gut an die Anfangszeit. Unser Startgespräch mit FEAG ESPAC, es war ja anfänglich ein Gemeinschaftskraftwerk, war am 10. Februar 1992. Was waren dann die nächsten Schritte? Wir hatten den BIMSCH-Antrag auf Errichtung und Betrieb in einer Rekordzeit von 8 Monaten zu erstellen. Der Einreichtermin war auf den 1.10.92 festgelegt worden. Die Hauptlieferanten wurden in der Zeit von Februar bis Mai 1992 beauftragt und nur unter Anstrengung aller Beteiligten konnte dieser Zieltermin erreicht werden. Sind die anderen Meilensteine auch so termingerecht erreicht worden? Ja, es grenzt fast an ein Wunder, dass bei diesem anspruchsvollen Projekt und von vielen oft unterschätzten Projekt alle gesteckten Ziele termingerecht erreicht worden sind. Während sich der Block A in der heißen Phase des Probebetriebes befindet, sind am Block B noch viele tausend Handgriffe erforderlich. Wichtig ist dabei die Qualitätskontrolle der einzubauenden Materialien. Die Schweißnähte der Hochdruckleitungen werden mit Röntgentechnik auf Fehlerfreiheit geprüft. An einem Kraftwerksblock sind insgesamt 6000 Stück Armaturen jeder Größe zu montieren. Mit großer Sorgfalt überprüfen die Monteure das Lager der Kesselspeisepumpe. Mühlenschlagräder mit einem Durchmesser von 4 Metern und einem Eigengewicht von 32 Tonnen zermahlen die vorgetrocknete Kohle zu Staub. In einer Kohlenstaubmühle können stündlich 120 Tonnen Rohbraunkohle zu Staub gemahlen werden. Beim Aufheizen des Dampfkessels dehnt sich dieser bis zu 80 Zentimetern aus. Damit die Verbindungen zum Kessel nicht brechen, sind konstruktiv Kugelgelenke eingesetzt. Im Feuerraum, dem Inneren des Dampfkessels, gehen die Arbeiten ihrem Ende entgegen. Kohlenstaubbrenner 24 an der Zahl und 16 Ölbrenner sind fertiggestellt. Die gesamten Heizflächen mit einem Gewicht von ca. 10.000 Tonnen werden durch 368 Traganker von dem Deckentragrost auf 156 Meter Höhe gehalten. Riesig die Ausmaße der Brennkammer.
die Höhe 161,5 Meter und Tiefe je 24 Meter. Das sind die bisher größten Dampfkessel der Welt. Also Weltrekord für den Kesselbauer EVT Stuttgart und Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Nach dem Setzen der ersten Kesselgerüststütze am 1. Oktober 1994 wurde der Stahlbau montiert mit 25.000 Tonnen und parallel dazu der Druckteil, Nichtdruckteil und die übrigen Baugruppen ebenfalls mit ungefähr 25.000 Tonnen im Kesselhaus montiert. Wir haben bei den Druckproben etwa 170.000 Schweißnähte an einem Druckteil geprüft, ohne Leckagen. Parallel dazu wurde die E-Technik und die Leittechnik verkabelt und bis zur Warte geprüft, sodass wir zurzeit die vier Hauptfunktionsgruppen Wasserdampf, Luft-Rauchgas, Ölsystem, Kohlesystem als Gesamtfeuerung zur verfahrenstechnischen Inbetriebssetzung übergeben konnten. Im Außenbereich gehen die Montagearbeiten am Kratzerband, an den Luftkanälen und am Luftvorwärmer weiter. An diesem Kessel wurden 100.000 Kilometer Rohr verarbeitet. Bei der Druckprobe von 363 Bar hatten wir eine Undichte am Block A. Am Block B hatten wir 0. Das war ein ganz gutes Ergebnis, wo weltweit die Experten gezweifelt haben, dass wir je so ein Ergebnis erreichen würden. Licht geht aus, der Rauchgasweg. 20. Februar 1997. Die Druckprobe am Dampfkessel Block B ist erfolgreich beendet. Auf traditionelle Art der Anlagenbauer erhält der Kessel nun sein amtliches Zeugnis. Wenn wir heute hier diese Druckprobe feiern, dann ist das auch ein Zeichen für den Mut der FEAG und wir begrüßen das als Anbieterfirma und als Lieferantenfirma. Wir leben in einer Zeit, wo alle Leute Billigstanlagen, Gasturbinenanlagen bauen oder gar keine Anlagen mehr bauen und Strom importieren wollen. Sie, meine Herren von der FEAG, haben der deutschen Industrie die Möglichkeit gegeben, die Leistungsfähigkeit des deutschen Anlagenbaus unter Beweis zu stellen und uns vielleicht in einem Maße ein Aushängeschild oder ein Ausstellungsfenster zu schaffen, das auch im Export für uns von großer Bedeutung ist. Wir alle wissen, dass der Zubaubedarf auf dem deutschen Markt in den nächsten Jahren gering sein wird. Umso wichtiger sind Anlagen wie diese und der ununterbrochene Besucherstrom, den Sie freundlicherweise auch mit betreuen und den Sie uns gestatten, ist ein Beweis, wie wichtig Anlagen wie diese sind. Insofern möchte ich Ihnen an dieser Stelle, Herr Dubslav, und stellvertretend mit Ihnen, Ihrem Hause, auch den Dank sagen der beteiligten Firmen für das Vertrauen, das Sie in uns gesetzt haben und für die Möglichkeit, die Sie uns eröffnet haben, hier für Sie ein solches Bauwerk zu erstellen. Sehr geehrter Herr Heidmann, meine Damen und Herren der am Bau beteiligten Unternehmen hier vor Ort oder an welcher Stelle unseres Landes auch immer. Wir registrieren, dass die bisherigen Arbeiten im überwiegenden Teil planmäßig und mit erfreulichem Akzent, was die Bewertung von Qualität, Zeit und auch Aufwand betraf, abgelaufen sind. In einem kurzen Zeitraum, nunmehr nach nur 7 Monaten, so Herr Heidmann hat das schon deutlich gemacht, stehen wir vor einem weiteren abschließenden Ereignis der Würdigung
der technischen und handwerklichen Leistung, die mit der Druckprobe des Blockes B im Zusammenhang steht. Wir sind bekanntermaßen durch die Realisierung des Schweißerumfangs am Block A an gute Leistungen gewöhnt. Aber wir stellen bekanntermaßen fest, das soll wohl Regel werden. Wir würden hoffen, dass das auch bei den anderen im Bau befindlichen Blöcken der Fall sein wird, wenn es um die Druckprobe geht. Weil das Ergebnis, was schon am Block A ausgezeichnet war, auch am Block B, im Grunde genommen mit Fehlerquote 0 bei der Druckprobe eigentlich noch übertroffen worden ist. Dies ist ein Ergebnis des gemeinsamen Strebens nach hoher Qualität und hoher Fertigungssicherheit. Und wenn ich sage gemeinsames Streben, dann darf ich an erster Stelle unsere Schweißer nennen, natürlich auch die Bauleiter der Herstellerfirmen, die Bauleitung der FEAG und auch die Mitarbeiter des TÜV Berlin-Brandenburg. Meine Damen und Herren, es ist mir gesagt worden, dass heute eine Menge Leute stempeln gehen möchten. Und wir wollen diesen doch sehr traditionellen und sehr schönen Akt des Stempelns, des Firmenschildes, des Nummernschildes damit beginnen, dass ich zunächst mich noch einmal bei Ihnen ganz herzlich bedanke für die gute Zusammenarbeit. Mit einem Schubschiff der deutschen Binnenreederei kommt der Generator für den Block B nach einer 5,5-tägigen Flussreise quer durch Deutschland im Oderhafen Eisenhüttenstadt an. Hinter der Schiffsbesatzung liegt eine Fahrstrecke von 719 Kilometern. Der Generator mit einem Transportgewicht von 420 Tonnen wird nun auf einen Spezialwagen umgeladen. Mit Präzision setzt der Kranfahrer das große Bauteil in den bereitstehenden Transportrahmen. Das eingespielte Team koppelt anschließend beidseitig die Tragarme für den Schienentransport an. Über 135 Kilometer geht es nun in Richtung Schwarze Pumpe. Trotz erheblicher Lademaßüberschreitung erreicht der 32-Achser Tiefladewaggon nach nur 5,5 Stunden Fahrzeit den Bahnhof Spreewitz. Dort erfolgt die Übernahme des Schienentransportes durch die Anschlussbahn der Laubag. Die Monteure bereiten jetzt den Generator für die Montage vor. Beidseitig werden Seilhalterungen angebracht. Nachdem der Generator mit dem Transportrahmen aufgebockt ist, können die Verbindungsbolzen zum Spezialtransporter entfernt werden. Mit einem Lastrohub und Verfahrgerüst erfolgt die Montage. Vier Litzenheberkolben ziehen den Generator auf die 14 Meter Maschinenhausebene. Thank you.
Über eine Gleitbahn kommt der Generator zu seinem endgültigen Platz. Vom Beginn des Hebens bis zum Absetzen auf dem Generatorfundament braucht das Team nur 8 Stunden. In der wöchentlichen Bauleiterbesprechung wird die Arbeit von 500 Bau- und Ausrüstungsfirmen durch die FEAG-Bauleitung koordiniert. Bei diesem großen Vorhaben ist es besonders wichtig, dass die einzelnen Komponenten exakt miteinander in Qualität und Zeit ablaufen. Dafür trägt jeder einzelne Mitarbeiter der Bauleitung und der Inbetriebsetzungsleitung eine große Verantwortung. Neben der Terminüberwachung der Bauobjekte stehen die Fragen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit ständig auf der Tagesordnung. Im Maschinenhaus laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Das Hochdruckteil der 800 Megawatt Turbine wird vom Hersteller komplett in einem Stück geliefert. Es hat ein Gewicht von 125,8 Tonnen. Wie ein UFO gleitet das Hochdruckteil durch das Maschinenhaus. Dieses Ereignis lassen sich auch die Medien nicht entgehen. Präzisionsarbeit ist gefragt. Das tonnenschwere Anlagenteil ist millimetergenau in die Traglage einzusetzen. Nun wird das zweiflutige Mitteldruckteil der Turbine montiert. Es hat eine Baulänge von 6 Meter. Neben Präzision ist auch Sauberkeit gefragt. Zwei Niederdruckteile komplettieren die Turbine. Auch sie sind zweiflutig ausgelegt. Die längste Schaufel ist 976 mm lang und die kürzeste 101 mm. Ein Niederdruckteil hat insgesamt 698 Schaufeln. Ein prüfender Blick des Spezialisten und es kann weitergehen. Jeder Handgriff sitzt. Montagepersonal und Kranfahrer arbeiten ausgezeichnet zusammen. Im monatlichen Baugespräch werden die grundsätzlichen Arbeitsetappen auf Leitungsebene abgesteckt und kontrolliert. Am Baugespräch nehmen regelmäßig teil die FEAG-Bauleitung, die Projektleitung und die Vertreter der Technikbereiche, sowie die Inbetriebsetzungsgruppe und die Betriebsleitung des Kraftwerkes. Der Oberbauleiter der FEAG berichtet über den Stand der Arbeiten auf der Baustelle. Vertreter der Betriebsleitung werten die ersten Erfahrungen des Kraftwerksbetriebes aus. Neben den vielen technischen Maßnahmen spielt die Einhaltung des Budgets eine entscheidende Rolle. Gemeinsam werden Probleme der Planung, des Baus und der Inbetriebsetzung diskutiert und Entscheidungsvorschläge herausgearbeitet. Damit bekommt jeder Bereich die notwendigen Informationen aus erster Hand. 16. April 1997. Alles wartet interessiert auf den ersten Kohlezug im überdachten Kohlebunker. Dieser erste Kohlezug ist für uns gleichermaßen ein Synonym für den Beginn des aktiven Lebens des ersten Blockes und der Anfang einer Kette weiterer wichtiger Eckpunkte. Ich glaube, wir dürfen Folgendes heute hier an die Spitze stellen. Was Energie in der Lage ist zu bewirken, ist gestern in, glaube ich, doch übereinstimmend eindrucksvoller Art und Weise, wenn auch in einer ganz anderen Frage, dokumentiert worden in der Region durch den hervorragenden Sieg des Energie Cottbus. Und ich glaube, es berechtigt, Blick auf und alles Gute zu sagen.
Energie Cottbus hat damit eine sehr schwierige, aber wie man gesehen hat, eine lösbare Aufgabe am gestrigen Tag bewältigt. Wir, die Laubag und FEAG, stehen gleichermaßen in den nächsten Jahren vor schwierigen Herausforderungen in der Realisierung unseres Konzeptes, in der Tagebauentwicklung und bei uns auf der Kraftwerkseite in dem Paket von Stilllegung, bedauerlicherweise, von Ertüchtigung von Kraftwerkskapazitäten an den Standorten Jenschwalde und Boxberg und der Errichtung einer neuen Kraftwerksgeneration hier am Standort in Schwarze Pumpe beginnen und nachfolgend in Boxberg und Lippendorf. Alle Voraussetzungen dafür liegen gewissermaßen im Plan, was die Vorbereitung der Teilkomponenten betrifft. Ein erstes Feuer war bereits im Kessel zur Funktionsprobe der Ölbrenner. Die Drehverrichtung, das heißt der Wellenstrang des Turbosatzes, war bereits in Betrieb. Und was wir jetzt brauchen, ist Kohle, und das wollen wir heute mit dem ersten Schritt des ersten Kohlezuges hier vollziehen. In dem Sinne und orientiert auf den Erfolg und das Ergebnis, was wir in den nächsten Tagen erreichen wollen, wünschen wir uns gemeinsam viel Erfolg und zukünftig eine stabile und sichere Kohlefahrt. Herr Schwirten, Sie haben das Wort. Ich möchte heute unserem Kunden und Partner FEAG wünschen, dass die genannten engen, fast ehegleichen Bande länger anhalten als eine durchschnittliche Ehe, die also 25 Jahre hält, dass wir auch in 30 oder 40 Jahren, das heißt am 16. April 2037, immer noch Rohbraunkohle aus dem Tagebau Welzow Süd in diesem Kraftwerk verfeuert wird und dies zum Nutzen der Laubag, zum Nutzen der FEAG, zum Nutzen der umliegenden Unternehmen und zum Nutzen der Lausitz. Ich wünsche mit der Freigabe des ersten Kohlezuges dazu ein herzliches Glück auf. Auf gutes Gelingen. Im Softwareraum der Blockwarte laufen die Vorbereitungsarbeiten zur ersten Netzschaltung des Kraftwerksblocks A auf Hochtouren. Tausende von Motorantrieben, Armaturen, Regelkreisen und Sicherheitseinrichtungen sind zu checken. Das Inbetriebsetzungspersonal nimmt komponentenweise die Anlagensysteme in Betrieb. Leben zieht auf der Blockwarte am 23. Mai 1997 ein. Automatische Synchronisierung. Nur klicken. Im Betriebssetzungspersonal die Chefs der Ausrüstungsfirmen, Ehrengäste und die Betriebsleitung des Kraftwerkes nehmen gemeinsam mit FEAG-Vorstand Eckhard Dubslav die erste Netzschaltung vor. So, jetzt auf Ausführen klicken. So, jawohl, die Synchronisierung läuft. Genau um 20.01 Uhr liefert der Block A erstmalig Strom an das Verbundnetz. Einfach einen Klick die Netzschaltung hier vollzogen haben. Wenn wir so wollen, wird nun das erste Mal ein neuer Energieträger, nämlich neue Kilowattstunden aus der Neuanlage unseres Verbundes, der FEAG, hier eingespeist. Ein Zeitraum, auf den wir lange hingearbeitet haben. Habt ihr euch verdient. Und dass wir drittens unserer Mannschaft wünschen und allen Beteiligten, dass wir einen erfolgreichen Probebetrieb hier mit dem ersten Block in Schwarze Pumpe realisieren. Zum Wohl allerseits. Wir befinden uns, wie Sie alle wissen, in einem permanenten Betriebssetzungsprogramm des Kraftwerkes, nachdem schon eine Weile her ist, dass wir Deionat produzieren. Kann jeder sehen, dass auch schon Schwaden aus dem Kühlturm kommen. Seit einer Woche etwa und seit heute kommen also auch hoffentlich auch Schwaden aus der Küche. Wir sind also hier zusammengekommen, um heute das erste Mal die Küche, die Kantine, die Betriebsgaststätte in ihrem angestammten Zweck zu benutzen. Wir haben es ja schon mal gemacht im Sinne der Betriebsversammlung, aber heute wollen wir nun mit dem Essen beginnen. Es duftet schon so schön, ich will Sie deswegen auch nicht so furchtbar lange aufhalten. Die Mitarbeiter des FEAG-Kraftwerkes sind voller Erwartung auf die neue Küche.
Während von Klaus Buchsch noch das symbolische Band durchschnitten wird, laufen in der Küche die letzten Vorbereitungen zur ersten Essenausgabe. Insgesamt können in der Küche 220 Portionen Mittagessen täglich zubereitet werden. 9 Mitarbeiter aus den Kraftwerken Jernschwalde, Hagenwerder und Lübbenau-Fetschau finden hier einen neuen Arbeitsplatz. Am 1. Oktober 1997 erfolgt der Vertragsabschluss zwischen den städtischen Werken Spremberg und der FEAG zur Wärmelieferung an Industrie und Haushalte. Mit dem heutigen Tag nimmt das Neubaukraftwerk nach erfolgreicher Erprobung offiziell die Fernwärmeversorgung für die Stadt Spremberg auf. Aus diesem Anlass begrüße ich Sie auf das Herzlichste im Kraftwerk Schwarze Pumpe. Wir wollen mit dieser kleinen Veranstaltung dem Anlass Rechnung tragen, aber auch die Gelegenheit nutzen, darüber hinaus zum Stand des Vorhabens Kraftwerk Neubau zu informieren. Wie Sie aus der Pressemitteilung entnehmen können, sichert die FEAG auf höchstem technischen Niveau die Fernwärmeversorgung der Stadt Spremberg. Herr Kirmse, ich nehme an, da wir uns vorher auch persönlich ganz gut verstanden haben, breiten wir das auf unseren Unternehmen aus, der Goliath und der, ich sage jetzt nicht der David, sondern ich sage der Zwerg, auf Dauer. Unsere Menschen aus unserer Kommune Spremberg kommen auch in ihr Kraftwerk arbeiten, so sie das Glück hatten, hier einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und ich denke schon, dass wir uns auch auf dieser Basis im Sinne der Absicherung und eines angenehmen Lebens, was wir nun alle haben wollen, hier auf Dauer auch gut verständigen. In dem Sinne schön. Wir haben also damals alles getan, um diesen Standort so zu halten, den Kraftwerkstandort Spremberg. Und haben dann auch gesagt, bis 90 war unsere Strategie vorgegeben. Wir hätten uns nach 90 anders entscheiden können. Wir haben aber gesagt, wir sind Spremberg, wir sind nicht Potsdam, wir stehen ohne Wenn und Aber zu unserer Braunkohle. Und haben dann auch diesen ersten bewussten Fernwärmeliefervertrag geschlossen. Und Sie haben, Herr Schmidt, angedeutet, dass das auch nicht zu Ungunsten der Stadt Spremberg sich entwickelt hat. Also insofern ist unsere Strategie bis zur Stunde die gleiche geblieben und ich halte sie nach wie vor für einen sehr langen Zeitraum für richtig. Das Baustellengeschehen im Kraftwerk Schwarze Pumpe geht dem Ende entgegen. Die Firmen räumen ihre Baustellenunterkünfte. Bauarbeiter beginnen mit der Gestaltung der Freiflächen und Parkplätze, sodass jeder Kraftwerker seinen Arbeitsplatz demnächst trockenen Fußes sicher und sauber erreichen kann. Nach ca. 5 Jahren Bauzeit übergeben wir dem Betreiber eine Anlage, die optisch, architektonisch und technisch eine Weltneuheit darstellt. Eine Anlage, an der bis zu 4000 Mitarbeitern, Arbeiter, Ingenieure und Techniker hier auf der Baustelle mitgearbeitet haben. Eine Anlage, die auch für die Region,
Arbeit und Lohn bedeutete. Eine Anlage, an der über 40 Hauptauftragnehmer beteiligt waren. Ich möchte mich hier bei allen Beteiligten für ihr Engagement, für ihren Einsatz bedanken. Speziell bei den Mitarbeitern der Bauleitung, die oft über das übliche Maß hinaus engagiert waren. Ich wünsche dem Betreiber Kraftwerk Schwarze Pumpe für die neue 2x8 dB-Anlage alles Gute. Der Kraftwerksbetrieb benötigt täglich 70.000 Kubikmeter Wasser. In der Vollentsalzungsanlage erfolgt dazu die Wasseraufbereitung. Der Umweltschutz hat im Kraftwerk höchste Priorität. Die bei der Verbrennung entstehenden Rauchgase werden in der Rauchgasentschwefelungsanlage vom Schwefeldioxid befreit. Hier erfolgt auch das Auswaschen der letzten Staubpartikel. Im Gipsentwässerungsgebäude wird dem nassen Gips die Feuchtigkeit entzogen. Bei Volllast des Kraftwerkes mit 1600 Megawatt entstehen täglich 1100 Tonnen Gips. Aus einer Tonne Rea-Gips werden 110 Quadratmeter Gipskartonplatten produziert. Gleich neben dem Kraftwerk hat sich die gipsverarbeitende Industrie angesiedelt, in der 80 Menschen neue Arbeitsplätze finden. Im Informationszentrum des FEAG-Kraftwerkes Schwarze Pumpe laufen die letzten Arbeiten vor der Eröffnung. Auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern wird zukünftig über die FEAG-Vereinigte Energiewerke AG, über das neue Kraftwerk und die Lausitz informiert. Um dem zunehmenden Besucherinteresse schnell gerecht zu werden, entstand dieses Informationszentrum in nur 1,5 Jahren von der Planung bis zur Fertigstellung. 15. Dezember 1997. Ein Tag von ganz besonderer Bedeutung, denn das Informationszentrum ist das erste dieser Art und vor allem auch dieser Güte, wie wir vorher schon etwas hinter der gelben Linie geguckt haben. Ich will Ihnen mal erzählen von der jungen FEAG, die 1991 im Februar hier begonnen hat. Und in diesem Jahr 1991, da hat die FEAG gerade mal 4000 Besucher insgesamt gehabt. Wahrscheinlich hat jeder mit sich selbst in dieser Zeit zu tun gehabt. Wenn wir heute die Zahl der Besucher betrachten, dann kletterte sie 1996 auf knapp 60.000, in diesem Jahr deutlich über 60.000. Die Betreuung unserer Gäste ist zeitintensiv und wenn dem dann so ist, dann wollen wir sie auch in einer schönen Umgebung, in einer guten Umgebung hier betreuen. FEAG-Vorstand Eckhard Dubslav verkündet den Beginn des Dauerbetriebes am Block A. Wie Sie wissen, haben wir am 23. Mai die erste Netzschaltung vollzogen. In der Zwischenzeit hat der Block A, um den wir ja heute hier die weiteren Aktivitäten ablaufen lassen, wichtige Testbetriebsphasen und auch den Probebetrieb abgewickelt. Wir gehen davon aus, dass es uns am heutigen Nachmittag, konkret um 13 Uhr, mit dem Kesselhersteller gelingt, das letzte Abnahmeprotokoll zu unterschreiben. Und damit besteht die Voraussetzung, dass wir heute um 15 Uhr und 16 Uhr auf der Warte im Grunde genommen der Betriebsmannschaft des Kraftwerkes Schwarze Pumpe
den Block zum Brauerbetrieb übergeben werden. Frau Stotz hat schon deutlich gemacht, dass im Grunde genommen die Außerbetriebnahme von Hagenwerder uns nicht in eine Lage versetzt, darüber zu entscheiden, ob der Block voll fährt oder nicht. Wir erwarten einfach, dass die 800 MW jetzt im bevorstehenden Winterbetrieb zur Verfügung stehen. Und wir können eigentlich auch anfügen, dass wir am 29.11. die zweite Netzschaltung des zweiten Blockes B hier vorgenommen haben, der gegenwärtig noch mit einer Reihe von Nacharbeiten gegenwärtig außer Betrieb ist. Aber von dem wir natürlich dann ausgehen, dass er auch im April des nächsten Jahres die Dauerbetriebsreife erreicht und wir wohl gemeinsam, Herr Stotz, im Mai des kommenden Jahres dieses wichtige Investitionsvorhaben von in Summe 4,3 Milliarden Mark abschließen werden. Also ab heute, 15. Dezember, nach meiner Überzeugung 16 Uhr, werden wir aus dem Probebetrieb in den Dauerbetrieb gehen. Im Informationszentrum können sich die Besucher zielgerichtet zu energiewirtschaftlichen Themen informieren. Die Lausitz wird als Kohle- und Energieregion vorgestellt. Von der Rohkohleförderung bis zur Verstromung im Kraftwerk erfährt der Besucher viel Wissenswertes anhand von Schnitt- und Architekturmodellen, Dioramen und Funktionsmodellen. Interaktive Modelle animieren zum Anfassen und erklären auf einfache Weise technische Zusammenhänge. Bereits am Eröffnungstag erweckt das Modell Strom aus Muskelkraft allergrößtes Interesse. Die historische Dampflok der Baureihe 03204 zieht mit 1900 PS einen Sonderzug zum modernsten Braunkohlekraftwerk der Welt. Technik, die Generationen voneinander entfernt ist. Die Schnellzugdampflokomotive vor der beeindruckenden Kulisse des Neubaukraftwerkes Schwarze Pumpe lässt die Herzen nicht nur von Eisenbahnfans höher schlagen. Baujahr 1936, ein stolzes Alter für die Lok und immer noch topfit. 130 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, das war vor über 60 Jahren schon Spitze. Die Lok erreicht mit einem vollgeladenen Kohletender eine Fahrstrecke von 1000 Kilometern. Großer Andrang herrscht am Fahrstuhl. Neugierig sind die Besucher auf den Blick aus 161 Metern Höhe. Die Berge, die Sie jetzt sehen, heute halt, das ist das Lausitzer Bergland. Dort sind ja die Berge nur bis 600 Meter hoch. Wieder zurückgeschaut Richtung Hoyerswerda. Sie sehen unmittelbar vor uns das Altkraftwerk der Lauber. 300 Pädagogen aus den Kreisen Cottbus, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster besichtigen im Rahmen ihrer Fortbildung zu energiewirtschaftlichen Themen am 4. April 1998 das Kraftwerk Schwarze Pumpe. Im Informationszentrum des Kraftwerkes erhalten die Besucher umfangreiche Informationen zum Unternehmen der FEAG, zu Fragen des Umweltschutzes und technische Details. Zum Thema FEAG, die Kraftwerke, Organisatoren der Fahrt sind die FEAG, die Laubag, das Pädagogische Landesinstitut Brandenburg und der Lausitzer Dampflokclub aus Cottbus. Am 27. Mai 1998 verwandelt sich das eher nüchterne Foyer in eine Kunstausstellung. Im Namen des FEAG-Vorstandes begrüßt Dr. Martin Martini die Künstler und Gäste der Ausstellung. Mein ganz besonderer Gruß gilt aber natürlich den Künstlerinnen und Künstlern, die wir hier heute Abend begrüßen können und die uns geholfen haben, die Idee dieser Ausstellung zu realisieren. Dazu zählen Roland Nikolaus, Petra Albrecht, und Frank Turno.
Die ebenso ausstellenden Künstlerinnen und Künstler Sabine Herrmann, Frank Nitsche und Walter Sachs konnten leider nicht an der Vernissage teilnehmen. Wir haben 1992 erstmals einen Kunstpreis vergeben. Roland Nikolaus war der Preisträger. Er hat auch die Regie für diese Ausstellung übernommen, woran man erkennen kann, dass wir die Verbindung nicht abreißen lassen zu denen, die an unserem Kunstpreiswettbewerb erfolgreich oder auch weniger erfolgreich teilgenommen haben. Denn schon nominiert zu sein, maximal 16 werden nominiert in einem Jahr, ist eine große Auszeichnung. Für alle Künstler, die sich beteiligt haben, war es eine große Herausforderung. Und ich freue mich, dass es feststellbar ist und messbar ist, dass alle, die wir im Laufe der Jahre zu Preisträgern gekrönt haben, eine wirklich sichtbare Förderung durch diesen Preis bekommen haben. Und nun das Wort, die Chance, uns ein wenig in diese Ausstellung einzuführen, das Wort an Jörn Merkert, dem ich mit einem kleinen Auftrittsbeifall zu begrüßen bitte. Professor Jörn Merkert, Jurychef, interpretiert auf humorvolle Weise die einzelnen Bilddokumente. Aber auch in den monumentalen Formaten von Sabine Herrmann zum Beispiel finden Sie dieses nach innen horchen, weil Sie, wenn dann vielleicht auch mal bei Tage und Sie wieder vorbeischauen und nicht diese Lampen sich darin spiegeln, plötzlich wie von einem Farbraum umfangen sind, als ob Sie in einer Kathedrale stünden und in ein Glasfenster gucken, wo Farbe wirklich zum Licht wird und nicht einfach nur etwas abgebildet wird. Und wenn Sie ganz genau und lange meditativ gucken, dann erkennen Sie plötzlich Figuren und lebensgroße Menschengestalt. Prosaisch vergleicht Jurychef Merkert, dass die Kunst zur Wirtschaft gehört, wie die Vitamine zum gesunden Leben. Und angesichts der ganz großen Belastung, die jetzt durch die Fertigstellung von Schwarze Pumpe von ihren Schultern genommen ist, könnte man ja vielleicht auch überlegen, den Vitaminstoß bei den Künstlern etwas zu erhöhen und an die Realität heranzuführen. Das wäre natürlich ein wunderbares Geschenk. Kunst im Kraftwerk. Was liegt näher, als Kunst an einen Ort zu bringen, der auf seine Weise ebenfalls neue Maßstäbe in Technik und Architektur setzt. Helmut Herrmann, Geschäftsführer der Firma EVT, vergleicht die alte und neue Kraftwerkstechnik am Standort Schwarze Pumpe. Die beiden 800 MW-Blöcke stellen demgegenüber einen Quantensprung dar und tragen den Namen Schwarze Pumpe in alle Welt. Als Erinnerung an die Leistungen der Kraftwerkserbauer wird die Pumpenplastik enthüllt. Das Kunstwerk entstand aus den Händen von Thomas Vollmert aus Hoyerswerda. Ich glaube, aus der Sicht aller Kraftwerke, hier Vortätigen, wie auch des Unternehmens, des Vorstandes, aber ich glaube auch für viele Besucher, die hier am Standort in den nächsten Jahren ja sozusagen wie ein Wallfahrtsort, und zwar nicht nur die Fachleute, sondern aus vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens den Standort besuchen, wird das mit Sicherheit in gleicher Weise sehr angenehm angenommen. Insofern wünsche ich also mit der heutigen Übergabe dieses Kraftwerkes, kann man nicht sagen, dieses Pumpobjektes Schwarze Pumpe, dass wir den Inbetriebsetzungsprozess in den nächsten Tagen so abschließen, dass wir den 3.6. zu einem vollen Erfolg führen können. Ihnen nochmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen nochmal herzlichen Dank für die Arbeit in den zurückliegenden 4 Jahren. Schönen Dank. Am 25. Mai 1998 übernimmt die Leitung des Kraftwerkes Schwarze Pumpe den Block B vom FEAG-Vorstand. Juni 1998. Ein großer Tag in der Geschichte der Vereinigten Energiewerke AG. Dutzende Kamerateams und Fotoreporter warten auf hohen Staatsbesuch. Das ist ja wirklich piekfein. Im Beisein des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Kohl, und des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Manfred Stolpe, wird das Kraftwerk offiziell in Betrieb genommen.
Sonst macht man schöne Bilder und ein paar freundliche Gesichter drüber. Die Dimension des Kraftwerkes wird den Gästen erst deutlich, nachdem sie sich ins Innere begeben haben. An riesigen Kohlemühlen sind Monteure gerade dabei, das Schlagrad zu wechseln. Dabei kommt der Bundeskanzler mit den Männern vor Ort ins Gespräch. Ihn interessieren besonders die Arbeits- und Lebensbedingungen. In der Blockwarte des Kraftwerkes berichtet Schichtführer Bernhard Hansmann zum aktuellen Betriebszustand und zum praktizierten Teilzeitarbeitsmodell. Das ist angestrebt, das ist wirklich ja. Parallel an. Und das sind Prozesse. Das am liebsten. 150 das heißt, du läufst das Strich und läufst das Geld. So muss es sein, nicht ideal. Interessiert blicken die Gäste in das Maschinenhaus mit den 2x800 Megawatt Turbosätzen. Kraftwerksleiter Dietrich Kirmse erzählt dabei, dass man zum Beispiel mit der erzeugten Elektroenergie dieser zwei Generatoren allein 2 Millionen Haushalte versorgen kann. Im Rückwärtsgang der Kamerateams und Fotoreporter geht die Jagd nach dem besten Bild weiter. Im Festzelt mit 1200 Gästen werden der Bundeskanzler und der Ministerpräsident herzlich begrüßt. FEAG-Vorstandsvorsitzender Jürgen Stotz bedankt sich bei allen am Kraftwerksbau beteiligten Personen und Firmen für die sach-, kosten- und termingerechte Arbeit. Insgesamt investiert die FEAG 20 Milliarden D-Mark für den Neubau und die Modernisierung ihres Kraftwerksparks. Mit der Investition von 4,3 Milliarden D-Mark im Kraftwerk Schwarze Pumpe entstand das modernste Braunkohlekraftwerk der Welt. Das Kraftwerk mit seinen beiden 800 MW-Blöcken, einem Nettowirkungsgrad von über 40%, bestimmt nunmehr weltweit den Stand der Technik zur Braunkohle für Strom. Stotz sagt weiter, dass in diesem neuen Werk 300 Arbeitsplätze entstanden sind. Er verweist auch auf die besonderen Anstrengungen der FEAG in der Ausbildung. Das junge Unternehmen FEAG ist trotz schwieriger Zeiten Spitze bei der Ausbildung junger Menschen. Viele derer haben wir auf dem Rundgang gesehen. Ausbildung junger Menschen für den eigenen Bedarf und darüber hinaus für den Markt. Unser Qualifizierungszentrum in Lübbenau hat einen Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus erworben. Dort werden bereits im Berufsleben Stehende auf ihre neuen Aufgaben und neue Technik vorbereitet. Heute sind zum Beispiel 15 Kraftwerksingenieure aus allen Regionen Chinas bei uns. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der FEAG, Wilfried Schreck, sagt in seiner Rede, dass die Belegschaften der FEAG und Laubag für die Zukunft der Braunkohleverstromung in Ostdeutschland einen hohen Preis bezahlt haben. Die neue Technik kommt mit sehr viel weniger Menschen aus. Aber ohne diese neue Technik hätten wir gar keine Zukunft. Lassen Sie uns auch weiterhin den notwendigen Anpassungsprozess gemeinsam sozialverträglich gestalten. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass die FEAG ein starkes, eigenständiges, ostdeutsches Unternehmen bleibt und dass die Braunkohleverstromung ihren angemessenen Platz im deutschen, im europäischen Wettbewerb erhält. Dazu ein herzliches Glück auf. Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe ist sichtlich erstaunt, wie schnell das Kraftwerk Schwarze Pumpe von der Grundsteinlegung im Oktober 1993 bis heute in den Himmel gewachsen ist. Wir können uns heute freuen und für mich war eine wirkliche Überraschung über das Ereignis der Energiegewinnung hinaus, dass hier auch etwas ästhetisch gelungen ist. Und das kann man, glaube ich, weiter sagen und das drückt auch aus, dass industrielle Kraft
schön sein kann und dass es Architekten gelungen ist, hier etwas darzustellen, wo es auch lohnt zu schauen und wo man schließlich auch von oben in das Lausitzer Land sehen kann. Darüber noch können wir uns zusätzlich freuen. Stolpe bekräftigt weiter, dass Brandenburgs Landesregierung zur Braunkohle steht. Vor 4,5 Jahren war seine Grundsteinlegung auch eine Grundsatzentscheidung, nämlich das Bekenntnis zur Zukunft der Braunkohle. Wir wollten, dass Braunkohle für uns in der Lausitz ein wirtschaftlicher Pfeiler, eine Lebensgrundlage bleibt. Denn bleibt die Kohle und ihre Verstromung, dann lebt die Lausitz. Sterben Kohle und Energie, dann stirbt hier das Land. Aus unserer Hoffnung für die Braunkohle und das Leben wurde Gewissheit. Herr Bundeskanzler, Sie haben Wort gehalten, denn Sie haben unser Anliegen unterstützt. Und dafür danken wir Ihnen. Bundeskanzler Helmut Kohl bezeichnet die Silhouette des Kraftwerkes Schwarze Pumpe als Brücke ins neue Jahrhundert. Zum anderen spricht der Bundeskanzler zu seinen Erfahrungen bei der Erarbeitung von Kohlekompromissen. Ich habe nichts dagegen, wenn wir gemeinsam dafür eintreten, dass der Strom von hier nach Westdeutschland verkauft wird. Aber Sie wissen, da gibt es eine Menge Erfahrungen. Wer durch Jahre hindurch Kohlekompromisse erkämpft hat, weiß, und da bin ich Spezialist, wie schwierig das ist. Das ist eine Sache hier und eine Sache in ganz Deutschland. Es sind hier mit dieser Entscheidung vor 4 Jahren bei der Grundsteinlegung ist ein ganz klares Ja zur Braunkohle gesagt worden. Ich will das hier ausdrücklich noch einmal erneuern. Und die Investitionen in einer Größenordnung von rund 5 Milliarden D-Mark haben neue Arbeitsplätze, sichere Arbeitsplätze, zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen. Und wenn man oben auf der Aussichtskuppel steht, kann man ahnen, was hier in wenigen Jahren sich zusätzlich auch entwickeln wird an Nachbarbetrieben, mittelständischen Dienstleistungsbetrieben für das Umland. Das Kraftwerk sichert Arbeitsplätze für die Menschen hier im Lausitzer Braunkohlerevier. Und es ist, wenn man das so will, der industrielle Kern der Lausitz. Zur Liberalisierung des Strommarktes in Europa sagt Kohl. Und ich bin auch ganz sicher, mir ist im Moment nicht zu machen, aber ich bin ganz sicher, dass man sehr wohl durch gemeinsames Tun und Einsetzen erreichen kann, dass das jetzige Datum von 2003 natürlich verlängert wird. Aber, meine Damen und Herren, zur Ehrlichkeit gehört auch, dass wir im Rahmen der Europäischen Union sehr wohl wissen, dass wir uns auf einen neuen und zusätzlichen Wettbewerb einstellen müssen. Den Abschluss der Veranstaltung bildet ein zünftiges Essen im Festzelt mit Ehrengästen, Kraftwerkern der FEAG und Mitarbeitern der Laubag. FEAG Kraftwerk Schwarze Pumpe, das modernste Braunkohlekraftwerk der Welt. Ab Mitte 1998 stellt das Kraftwerk 1600 Megawatt Elektroenergie für das Verbundnetz bereit. Saubere Energie in Form von Elektroenergie, Fernwärme und Prozessdampf. Die zwei Blöcke ersetzen alte Kraftwerke und geben der Region eine neue Perspektive.